Leute, bevor ich euch ein sensationelles Wok-Rezept vorstelle, möchte ich euch gerne das Endergebnis vom vorletzten Video präsentieren. Und zwar hatte ich für alle, die das Video nicht gesehen haben, ja meine Wand hier kaputt gemacht und kaputt machen lassen. Und dann habe ich schön selbst die Wand repariert und ich habe euch ja gesagt, ey, da kommt eine Küchenzeile in und die möchte ich euch heute zeigen. Auf Instagram habe ich das schon den Leuten gezeigt, also die mir auf Instagram folgen, die wissen schon, wie das aussieht, aber es gibt auch viele, die haben kein Instagram, deswegen zeige ich es euch auch, ne? So sieht das Endergebnis aus. Wunderschön, oder? Das macht so viel aus, so eine Zeile noch zusätzlich zu der normalen Küche, die ich halt habe, die ihr so kennt, ne? Wunderschön. Und guck mal hier. Zack. Schön hier. Teekanne mit Gläsern. Wunderschön, ne? Ja. Dann habe ich natürlich auch Mikrowelle hier oben in den Kindern und alles, ne? Brutal auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so sieht das Endergebnis aus, Leute. Harte Arbeit zahlt sich einfach aus, wenn man dann das Endergebnis sieht. Wunderschön, Leute. Und jetzt lasst uns was zu essen machen, verehrte Zuschauer. Heute, meine verehrten Zuschauer, machen wir ein schnelles, einfaches Wok-Rezept, was wirklich jeder von euch hinbekommen wird. Auch die Leute von euch, die von sich selbst behaupten, dass sie nicht kochen können, die werden das auch ohne Probleme hinbekommen. 1 Million% sage ich euch. Wirklich. Und zwar machen wir heute ein indonesisches Reisrezept, was sich Nasi Goreng nennt. Sehr, sehr leckere Sache, Freunde. Das Ganze heute in Zusammenarbeit mit der Firma Reishunger. Und zwar benutzen wir hier die Rezeptbox von Reishunger hier. Nasi Goreng Rezeptboxen. Die haben sehr, sehr viele Rezeptboxen. Die haben nicht nur Nasi Goreng, die haben sehr, sehr viele Reisrezepte. Ich nenne es immer das Schlaraffenland für Reisliebhaber. Wirklich, Leute, die haben alles. Die haben verschiedene Reissorten, egal ob schwarzen, roten oder blauen Reis. Nee, Spaß, blauen Reis haben sie nicht, aber sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Reissorten, Leute. Außerdem haben sie viele Reiskocher, egal ob es Einsteigermodelle sind oder Premium-Reiskocher, alles Mögliche, verehrte Zuschauer. Ich habe euch die Seite zu Reishunger in die Videobeschreibung gepackt. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode Yusuf euch eins von 4 strammen Geschenken aussuchen. Sehr, sehr schöne Geschichte, Leute. Und jetzt machen wir diese Rezeptbox hier auf, ne? Zack. Da haben wir einmal hier in der Rezeptbox Cashewkerne drin, Leute. Bio-Basmati-Reis, original aus Pakistan, verehrte Zuschauer hier. Ihr seht, Chili-Flocken, Leute. Und dann haben wir natürlich hier den Geschmackgeber hier, die Reispasten hier. Und da haben wir auch eine Rezeptkarte drin, ne? Ich habe euch ja gesagt, das kriegt jeder hin, ne? Da steht alles, was ihr benötigt, um dieses Rezept hier hinzukriegen. Ganz einfache Geschichte. Leute, ich habe doch gesagt, das kriegt wirklich jeder hin. Derjenige, der von sich behauptet, er kann nicht kochen, kriegt das hin. Und derjenige von euch, der wenig Zeit hat zu kochen. So, das Erste, was wir machen, wir rösten so ein bisschen hier die Cashewkerne an. Zack, nicht lange, ohne Öl, einfach so, bam, bam, fertig. Den Reis für dieses Rezept habe ich schon gestern gekocht, Leute. Ganz einfach aus dem Grund, wir machen ja hier gebratenen Reis und da eignet sich einfach schon abgekühlter Reis. So sieht das Ganze aus, wenn der Basmati-Reis schön gekocht ist, ne? Ihr seht hier, der ist auch schön so länglich, ne? Ich mache das Ganze heute mit Tofu. Ja, ich habe hier Tofu in Würfel geschnitten. Wenn ihr kein Tofu da habt oder es nicht mit Tofu mögt, könnt ihr auch normales Fleisch nehmen. Hähnchenbrust, was ihr da habt, ne? Könnt ihr alles nehmen. Meeresfrüchte geht auch, schmeckt sehr, sehr lecker auch, ne? Die Pasten hier sind auch vegan. Nur so nebenbei. Vielleicht interessiert es ja auch den einen, wie ich diesen Reis hier zubereitet habe. Auch ganz, ganz einfache Nummer. Ihr wisst, bei mir ist alles einfach und unkompliziert. Und zwar habe ich als allererstes diesen Reis hier gewaschen. Schön mit der Reiswaschschüssel hier von Reishunger. Schöne Sache, schöne Erfindung, wirklich gutes Produkt. Habe ich das Ganze gewaschen. Das ganze Wasser ist halt trüb und das musst du so lange machen, bis das Wasser nicht mehr trüb ist, ne? Dann habe ich das Ganze in den Premium-Reiskocher hier von Reishunger reingetan, habe die richtige Menge Wasser dazugegeben. Die Menge des Wassers steht meistens hier auf der Verpackung. Es ist halt von Reis zu Reis unterschiedlich. Sushi-Reis hat ein anderes Wasserverhältnis wie jetzt beispielsweise Basmati-Reis. Ist halt anders. Ja, und dann habe ich halt das Programm angewählt. Bam, Start und fertig. Kannst du dann schlafen gehen, Film gucken, was du willst. Der Reiskocher macht schon alles. Ja, das war's. Mehr ist das nicht. Ihr wisst ganz genau, mein Lieblingselektrogerät, mein Lieblingsküchengerät ist ein Reiskocher, verehrte Zuschauer. Und es wird auch so bleiben. Warum? Weil es dein Leben vereinfacht. Natürlich kann man das Ganze mit einem Kochtopf machen. Ist keine Frage. Aber wie ich schon damals gesagt habe, ne, man kann auch seine Wäsche mit der Hand waschen. Man braucht sie nicht mit der Waschmaschine waschen, die Wäsche. Geht auch mit der Hand. Naja gut, ich sage immer von mir,
Ich esse auch gerne Reis, täglich. Und ich mag, dass ich eine Reisqualität habe, wie wenn ich beim asiatischen Restaurant gehe. Ich will dieselbe Qualität haben, Leute. Ne? Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen? Schön angeröstet das Ganze. Ne? Hoppala. Ja. Seht ihr? Schön. Bisschen Öl hier rein in die Pfanne. In den Wok. Sorry, ist ja ein Wok. Schön klein gehackte Zwiebeln. Schalotten. Was ihr da habt, könnt ihr reinmachen hier. Seht ihr? Schöne Zwiebeln. Oh, bisschen zu heiß. Knoblauchzehen hier. Habe ich drei Stück, mache ich rein, Leute. Knoblauch ist. Ja, wichtig. Und dann machen wir hier Tofu rein. Ganz schnelle Nummer, Tofu. Papap, schön. Lass mal Tofu schön braun werden auch. Jetzt kommt die Paste, verehrte Zuschauer. Bam, dann machen wir hier so auf. So sieht die aus. Ja. Riecht auch brutal. Machen wir mal hier schön. Jawohl. Lass machen. So, ich mache hier eine. Dann gebe ich etwas Reis an und mache die andere Paste noch rein. Ja, schön hier, schön da, ein bisschen. Nicht übertreiben mit Reis, je nachdem, schön so. 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 Die andere, damit mache ich halt über den Reis noch mal ein bisschen. Damit überall Soße ist, versteht ihr? Taktik, Taktik. Wir arbeiten mit Taktik, verehrte Zuschauer. Ja. Dann schön vermischen. Jetzt mache ich ein bisschen. Die gerösteten Nüsse kommen jetzt rein, Leute. Brutal riecht das. Wirklich sehr, sehr schön, Leute. Dann kommen die Frühlingszwiebeln rein. Schöne Geschichte. Ein bisschen Grünkram. Ne? Schön. Dann machen wir das schon auf Teller. Könnt ihr ein bisschen Chili noch draufhauen. So schön. Ne, Freunde. Et voilà. Ein bisschen Koriander noch. Hier so, schöne Sache. Das sieht doch schmackhaft aus. Aber der Yusuf ist noch nicht fertig. Nee. Wir machen doch mal ein Spiegelei rein. Bisschen Salz. Und voilà, bisschen Pfeffer. Mhm. Dann kommt hier noch ein Ei und et voilà. Ja, Freunde, das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Leute. Das sieht wunderschön aus. Checkt das mal ab. Ich habe gerade ein paar Bilder gemacht. So sieht das Endergebnis aus. Das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde, das sieht atemberaubend aus. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr schmackhaft. Brutal. Habe ich doch gesagt, mit dieser Rezeptbox hier, da wird jeder ein Koch. Kriegt jeder alles einwandfrei hin. Ohne. Natürlich, wenn dir jetzt ein bisschen Salz fehlt oder so, kannst du ein bisschen nachsalzen, ist kein Thema. Ich habe euch alle Produkte, die ich heute von Reishunger verwendet habe, in die Videobeschreibung gepackt. Bei Interesse schaut da gerne mal vorbei. Denkt an den Rabattcode Yusuf, da könnt ihr euch eins von vier strammen Geschenken aussuchen. Leute, ich hoffe, dieses Rezept hier bzw. dieser Rezeptvorschlag hier hat euch gefallen, hat euch weitergebracht. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.